So, heute versuchen wir mal mit Mosquito E-Lite. Hier ist er. Mal einen kleinen Test zu absolvieren. Die Elektrofliegerei ist schon ein bisschen was anderes wie das normale Paramotorfliegen. Immer wenn man vom Gas weggeht, ist Ruhe. Und wenn man drauf geht, dreht sich der Propeller. Geiles Gefühl. Also. Jetzt kommt ein bisschen weg. Minimal. Geniale. Motor aus, Ruhe. Einfach nur genial. Thomas, das hast du fein gebaut. Ha. Ah, mir steigt es wieder ein bisschen. Sehr schön thermisch, in einer kleinen Thermikblase. Am 29. November ist es thermisch. Ha, genial. Unglaublich. Wenn die Dinger noch nicht so kalt wären. Das war ein geiler Flug. Haha! So! So Leute, das war ein Flug mit Mosquito E-Lite. Ihr seht das gute Teil. Macht tierischen Spaß, weil du gibst Gas, es dreht sich. Du nimmst das Gas weg, es steht und ist absolut Ruhe. Thermisch war es auch sehr, sehr kalt. Deshalb bin ich jetzt runter, sonst hätte ich wahrscheinlich die Batterie leer geflogen. Bin jetzt ca. 22 Minuten unterwegs. 2,80 Meter steigen trotz der Kälte. Ne? Und naja,
das macht jedenfalls Spaß. Und ich kann es jedem nur empfehlen, es mal auszuprobieren. Also, hier nochmal ein kleines Umfeld von meinem supermäßig schönen Stadtplatz. Yeah. 17er Dolmar in der Sonne. Hier hinter mir ist der Hermannsberg, ein thermisch hochaktiver Berg im Thüringer Wald. Leider fliegen verboten, wie so oft. So. Na, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ne? Ich habe jetzt, wie gesagt, den schwersten Akku drauf. Das Ding wiegt 26 Kilo, das komplette Fluggerät. Ab 20 Kilo geht es los mit der Flugzeit von 20 Minuten. Mit dem Akku hier, knapp 60 Amperestunden, kommen wir auf, sag ich mal, gute Dreiviertelstunde Flugzeit. Und das ist für einen Elektromotor schon echt geil. Und das Ganze in Kombination mit Mosquito Light, mit dem Kurzzeug und mit dem ganzen Equipment, es macht sowas von Spaß, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also.